Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, heute mal wieder ein Video aus dem Heimkinobereich. Und zwar schauen wir uns heute eine 3D-Brille etwas genauer an. Und nicht irgendeine 3D-Brille, nein, die HiShock Black Diamond 3D-Brille. Eine 3D-Brille, die von vielen Leuten als die beste 3D-Brille überhaupt bezeichnet wird. Ob dieses Gerücht der Wahrheit entspricht, werden wir dann sehen. Ich werde euch die Brille erstmal im Detail vorstellen und am Ende werde ich eine Wertung dazu abgeben. Anzumerken ist noch, diese Brille gibt es in unterschiedlichen Formaten, also quasi für alle gängigen Formate, die es halt so gibt. Da sind halt zum Beispiel Beamer unterschiedlichster Sorte, Fernseher unterschiedlichster Sorte. Da müsst ihr auf jeden Fall schauen, weil diese Brille gibt es halt in unterschiedlichen Variationen für unterschiedlichste Systeme. Aber das Prinzip ist immer das gleiche, das dahinter steckt, nur halt das Übertragungsformat, sprich Funk, Infrarot etc. ist halt ein anderes. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, macht euch lieber auf der Webseite vom Hersteller vorher schlau, welche Sorte ihr auf jeden Fall für euer Gerät braucht. So, und jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Der Lieferumfang ist ordentlich. Wir haben neben der Brille an sich ein USB-Ladekabel, weil die Brille wird per Akku betrieben. Hier an dieser Stelle nochmal ganz wichtige Warnung, beim ersten Betreiben auf keinen Fall nach dem Erhalt aufladen, sondern das Ding einfach, sobald es kommt, direkt benutzen und dann warten, bis der Akku einmal komplett leer ist und erst dann einmal komplett 12 Stunden aufladen. Das wird mehrfach in der Anleitung erwähnt, also halte ich das so durchaus für wichtig, dass man sich auch daran hält. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Dann haben wir ein Brillenputztuch, was ich sehr nice finde. Also wenn man mal ein paar Tatsche drauf hat, einfach schnell wegwischen. Dann ein Packbeutel oder beziehungsweise Lagerungssack, wo man die Brille drin lagern kann. Ist jetzt nichts Besonderes, aber für so eine Brille reicht es absolut aus, wenn man die damit irgendwo in die Schublade legt. Also alles gut. Natürlich die Betriebsanleitung. Und was ich sehr, sehr cool finde, Nasenstücke. Also das Problem bei vielen 3D-Brillen ist, dass sie einfach nicht auf den Nasentyp passen. Es gibt ja Leute, die haben ein bisschen breitere Nase, ein bisschen schmalere Nase. Es gibt Brillenträger und quasi eigentlich alles kann man mit diesen Nasenstücken abpassen. Ich habe das Glück, bei mir passt das Standardding perfekt. Also habe ich hier noch diese Dinger noch gar nicht ausprobieren müssen. Aber ich habe halt von Leuten gehört, die nutzen diese Dinger und bei denen passt es halt dann besser als mit den normalen Brillen. Und gerade wenn man halt Brillenträger ist, kann man diese Brille zusätzlich zu der normalen 3D-Brille aufsetzen. Kommen wir nun mal zu dem Test. Schauen wir uns die Brille nun etwas mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier unten diese quasi den Aufsatz für die Nasenteile, lassen sich also relativ einfach tauschen, das ist einfach nur so draufgesteckt. Und was mir besonders an dieser Brille gefällt, beziehungsweise was hier quasi wichtig ist für, oder beziehungsweise von Vorteil ist für, bei dieser Brille, sind diese Seitenteile. Damit wird quasi Streulicht und Sachen von der Seite abgehalten und man hat quasi wirklich wie so Scheuklappen und kann sich quasi nur auf den Film konzentrieren. Was ich persönlich ziemlich gut finde. Was ansonsten bei dieser Brille eher okay so ist, ist die Verarbeitung hier der Gelenke. Das wirkt relativ einfach, ist aber noch im vertretbaren Rahmen. Also billig ist es jetzt nicht. Es ist einfach, aber ne, das ist jetzt keine Sonnenbrille, die man auf- und absetzt, sondern das ist eine Brille, die setzt man einmal auf zum Film schauen, schaut den Film, packt sie wieder zusammen, legt sie wieder ins Regal. Also absolut vertretbar. Ansonsten haben wir hier unten USB-Anschluss, damit wird halt quasi das Ding, der Akku geladen. Hier oben An- und Ausschaltbrille der Brille funktioniert auch super. Draufdrücken, 3 Sekunden warten, zack, auf dem Bild erscheint das Pairing, das war's. So, dann probieren wir das Ding jetzt mal in Action. Also, mein Fazit zu dieser Brille ist, nach langen Tests, absoluter Wahnsinn. Es sind zwar nur minimale Unterschiede zu den günstigen 3D-Brillen, aber diese machen für mich den Unterschied aus. Was besonderer Vorteil für mich ist, ist die Brillenhöhe. Wir haben hier unten diese untere Kante. Das war mal das, was ich mal als Problem hatte, wenn ich mit günstigen 3D-Brillen, habe ich immer hier unten vor meinem Auge quasi einen Balken gesehen.
Das fand ich ziemlich scheiße, muss ich ehrlich so sagen. Das hat mich auch sehr gestört. Zusätzlich finde ich halt auch noch, dass diese Seitenteile sehr gut das Streulicht und beziehungsweise diese ganze Umgebung alles ausblenden. Man hat halt dann irgendwann wirklich nicht mehr das Gefühl, eine Brille aufzuhaben, sondern man ist quasi wirklich in so einem Tunnel drin und ist quasi, dann kann viel mehr in diesen Film eintauchen. Die Brille soll jetzt schwerer sein als die normalen Brillen, das ist auch so, aber 38 Gramm merkt man trotzdem auf der Nase nicht, auch nach einem ganzen Film. Ich zumindest persönlich nicht. Und zur Helligkeit oder beziehungsweise zur Bildqualität habe ich jetzt keinen großen Unterschied gesehen zu den günstigen Brillen. Ich möchte aber trotzdem diese 3D-Brille nicht mehr missen, weil der Tragekomfort, die quasi diesen Tunnelblick und wirklich das Allerwichtigste für mich, nicht mehr diesen Balken unten vor den Augen zu haben. Man wird halt wirklich abgelenkt von dem ganzen Bild. Ja, das ist mein Fazit zu dieser Brille. Ich bin absolut begeistert und kostet zwar etwas mehr, aber wenn ihr Spaß an 3D-Filmen habt, egal ob jetzt auf Beamer oder TV, wie gesagt, gibt es für beides, kann ich euch diese Brille nur empfehlen. Also, Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.